Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir machen heute auf jeden Fall eine kleine Seeschlangen-Exkursion. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon angefangen. Und jetzt würde ich es ganz gerne auch noch etwas weiterbringen. So, ich habe mir den Kommentar nochmal durchgelesen. Also, wir bekommen bei der Drachenmutti, also dem Boss, tatsächlich nichts. Wir brauchen einfach nur zwei Drachentrophäen, so wie es ja auch jetzt hier in der Werkbank stand, wo wir geguckt haben, oder an der Schmiede besser gesagt. Also die Mutti hat damit nicht so viel zu tun. Heißt, irgendwann noch eine zweite Trophäe bekommen. Und die Sache wäre eigentlich geritzt. So, was haben wir denn gemacht? Wir hatten doch schon ein, zwei Eisen gefunden. Haben wir das hier schon mit reingeschmissen? Jo, zwei Eisen. Und damit war es leer. Wir machen jetzt schon mal die ersten Nägel. Weil mit den Nägeln kommt natürlich dann auch das Rezept. Ah, das ist echt doof noch hier. Nee, das muss ich definitiv anders machen. Ja, kommt natürlich das Rezept für das Boot sehr wahrscheinlich. Bam. Oh, guck mal. Rabenthron, Langschiff, Drachenbett. Oh Gott, es gibt ein Drachenbett. Mann, hätten wir das mal viel eher gemacht. Verdammt. Okay. Das haben wir. Das heißt, wir gucken jetzt mal kurz hier rein. Wo ist das? Hier haben wir das Langschiff. 100 Eisennägel. Ach, verdammt. Den Rest haben wir aber... Oh, 40 uralte Rinde. Haben wir so viel? Haben wir so viel? Haben wir so viel? Jo, haben wir. Cool. Dann hauen wir das erstmal schnell bei Metall mit rein. Also 100 Stück. 20 haben wir, wenn wir das noch benutzen. Das heißt, wir brauchen noch ganze 8 Eisen. Den Rest an Materialien hatten wir prinzipiell da. Jetzt lasst mich mal gucken. Drachenbett ist natürlich auch... sehr interessant. Braucht auch immer alles voll viel Edelholz und Wolfspelz. Okay, das hätten wir tatsächlich nicht eher bauen können, aber Mensch, das sieht ja mal Deluxe aus. Ja, früher oder später muss das auf jeden Fall her. Weiß nicht, ob es noch irgendwas war. Ich glaube, irgendwas stand noch da, aber ich habe es so schnell nicht lesen können. Ach hier, doch. Rabendrohnen. 20 Edelholz, 10 Eisennägel. Geil. Macht bestimmt auch den Ausgeruht-Skill nochmal besser. Werden wir uns definitiv zeitnah auch mal noch bauen. Ein bisschen Eisen sammeln wir jetzt eh. Mir krabbelt schon wieder das ganze Gesicht. Immer typisch, sobald das Spiel losgeht, das Let's Play. Geht das Ganze los. So, wir hauen hier direkt erstmal wieder Essen rein. Und dann müssen wir mal gucken. Wir hatten auf jeden Fall hier hinten Richtung Knochenwanz eine ganze Menge Krypten noch gesehen. Und da ist auch noch eine. Waren wir an der schon? Wir gehen mal gucken, würde ich sagen. Ach, geh doch weg. Ah, das Langschiff... Ist das Tor offen? Nee, ist noch zu, ne? Nee, ist offen, verdammt. Langschiff sieht schon ziemlich geil aus. Wir werden wahrscheinlich auch noch schneller unterwegs sein. Und es wird natürlich mehr aushalten. Und das in Kombination mit dem Trogger Reißzahn... könnte uns sehr wahrscheinlich den ersten Sieg über eine Seeschlange bescheren. Ich würde es natürlich trotzdem probieren, die ganz gerne vom Festland aus zu erlegen. Riskieren müssen wir es natürlich nicht. Jetzt hör doch mal auf. Hier waren wir auch schon überall. Verdammt. Er lässt aber auch nicht los, ne? Hat Bock, der Gute. Und immer Ausschau halten nach den Rüben. Die scheinen halt wirklich selten zu sein, aber es wäre eine neue Nahrungsquelle. Und vielleicht, wenn wir die finden, kommt ja auch direkt ein neues Rezept. Man weiß es ja nicht. Nämlich jetzt... Ja, natürlich. So. Aua. Ist doch gut, Leute. Naja, dann verbessern wir unseren Bogenskill. Die Sumpfleute können wir nicht vergiften, das dachte ich mir schon fast. Macht ja auch Sinn. Die sind ja das pure Gift. Ah, und der nächste. Da muss mal jemand sagen, dass er Sümpfe mehr mag als Gebirge. Das kann ich dann echt nicht. Hä? Warum friere ich denn? Achso, wir sind nass. Okay. Wollte schon sagen, mit dem Wolfspelz muss es doch auch mal hier gegen normale Erfrierung, also nicht Erfrierung, aber gegen normales Frieren irgendwie was bringen. Wenn wir natürlich nass sind, dann macht das schon Sinn.
Ja, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es wirklich jemanden da draußen gibt, der die Sümpfe mehr mag als das Gebirge. Wenn ja, können es nur Psychopathen sein. So, und diese Sachen, wo wir drunter durchschwimmen müssen, war immer meistens nichts dahinter. Ich möchte jetzt halt auch nicht... Gott, hier gibt's wohl gar nichts, oder was? Ich wollte eigentlich nur schnell rein, irgendwo ein paar Eisen abbauen und wieder raus. Müssen wir doch nochmal tauchen, aber wir haben keine Ausdauer. Nee, das ist es mir jetzt aber auch nicht wert. Kommt hier jetzt noch was? Nö. Ich glaube, das ist eine Krypte, wo einfach gar nichts ist. Das haben wir doch mal richtig cool gemacht. Direkt hierher gesteuert sind. Da drüben wird auch nichts sein. Ich gehe jetzt wieder raus. Weil dort, wo man durchtauchen muss, war bis jetzt noch nie irgendwas. Hier war ja schon gleich, da hinten ist die nächste. Ich hätte wirklich gern so eine Rübe. Wenn ich die noch finde, plus jetzt noch das Eisen, was wir brauchen, dann weiß ich halt auch, dass wir demnächst erstmal nicht wieder hierher müssen. Das wäre eine schöne Gewissheit, die ich sehr gerne hätte. Ist doch schon wieder ein Schlundi gewesen, oder? Weiß es doch. Und hier liegt schon wieder was. Wird wahrscheinlich auch wieder Eisen sein. Ich will nicht so nah da drüben ran, weil ich möchte die nicht zerstören. Wir wollen uns da ja irgendwann mal noch so einen Surtling-Kern Farmer-Dings dahin bauen. So. Hier sieht es doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt hau hier mal Eisen raus ohne Ende, dass wir die Folge noch die 10 Stück zusammenkriegen. Alles in die Schmelzöfen hauen. Dass wir der nächste Folge wirklich mit Langboot zur Seeschlange starten können. Ah, ich hätte so Bock drauf. Ich will die endlich... Ich weiß nicht, das ist so Rachegelüst in mir drin, dass ich die endlich da oben erlegen will. Ich freue mich da so dermaßen drauf. Wir haben ja auch noch Knochenwanst effektiv. Weiß nicht, inwiefern... Ja gut, wird wahrscheinlich auch was gegen die Seeschlangen bringen. Warum nicht, ne? Können wir Schleimlinge abschießen? Können wir... Scheint sogar ordentlich Schaden zu machen. Hör die ganze Zeit was. Weiß bloß nicht wo. Von hier kam es nicht. So, wie sieht's aus? 4 Eisen. Sehr cool. Eigentlich müssten wir ein bisschen mehr als 10 sammeln. Für was? Wie viel hat das Drachenbett gekostet? 15 Eisennägel. Also müssen wir eigentlich 12 sammeln. Was war's noch? Wolfspelz. Ah, die brauchen wir ja auch noch. Die werden sich schon noch Stück für Stück ansammeln. Komm, gib Eisen. 5 Stück ist zu wenig. Oder vielleicht haben wir ja Glück und finden noch eine Truhe mit 20 Eisen drin. Jawohl, das nächste. 6 Stück. 7 Stück. Es geht voran. Komm, wir brauchen 12. Nochmal. Zack, 8 Stück. Komm, Schrotthaufen, gönn doch. Jawohl, 9 Stück. Es gönnt. Es gönnt. Brauchen erstmal wieder ein bisschen Ausdauer. Komm, wir knallen uns noch eine Bärenmarmelade rein. Heute ist Tag der Verschwendung. Komm, gönn noch 3 Stück. Gott, es gönnt nicht. Oh Gott, jetzt kommt ja gar nichts mehr heraus hier. Ah, ja, jawohl, da war noch ein Eisen. Hier, das Ding da noch kaputt hauen. Hier drüben ist auch noch was. Verdammt. Ich glaube, auf der anderen Seite war auch noch so ein Schrotthaufen. Ich will hier eigentlich nicht ganz durchbrechen. Jawohl, da haben wir noch ein Eisen. Wir sind bei 11. 1 noch. War hier nicht auch noch einer? Nee, war nicht. Verdammt. Kommt hier noch was? Nein, auch nicht. Verdammt. Da habe ich mich wohl getäuscht. Na gut, dann müssen wir wohl oder übel hoffen, wir doch noch irgendwie ein Eisen rauskriegen. Komm schon. Jawohl, da haben wir es. Tschüssi. Perfekt gelaufen.
Sehr schön, dann können wir uns die Silbernägel herstellen, haben auch gleich genug fürs Drachenbett. Brauchen wir dann bloß noch genügend Wolfspelze. Und dann läuft's. Und natürlich noch eine Rübe. Wollte mir eigentlich auch schon längst mal ein Bild davon anschauen, wie das aussieht. Weil ich bin mir immer nicht ganz sicher. Sieht man die richtig offensichtlich? Also ist das, also ich glaube, gelb hatte mal jemand geschrieben, sind die. Oder muss ich hier wirklich anfangen, mit Lupe im Gewässer rumzugucken? Ich werde mir nach der Folge mal ein Bildchen anschauen. Dazu und dann müssen wir irgendwann einfach mal durch den kompletten Sumpf rennen und welche suchen. Moment. Ah, ich fasse es nicht. 3 Rübensamen. Cool. Mann, das war aber schwer zu sehen. In der Sekunde, wo ich es noch sage. Geil. Hey, wir haben alles geschafft. Wir haben das Eisen, wir haben Rübensamen. Cool. Die war jetzt gar nicht so im Wasser, die war eher am Baum dran. Ich habe kaum Ausdauer noch. Ich weiß nicht, irgendwie buggt das immer. Ich glaube doch, dass das... So, wenn du jetzt auf der Karte schaust, sieht das ja aus, als würden wir schon längst am Portal vorbeigelaufen sein, ne? Dann dreht man sich ein Stück nach rechts. Und hier dahinter ist es und auf einmal steht man doch wieder da. Irgendwie ist das hier an der Stelle immer komisch. Weil ich es einfach nur falsch gesetzt habe, ne? Hatte ich das nicht das letzte Mal schon? Ja, ich habe es einfach nur falsch gesetzt. So. Ja, tschüssi. Bye, bye. Wir haben Eisen, wir haben Rübensamen. Die werden jetzt direkt angepflanzt. Ich glaube, der Flug müsste noch in der Werkzeugkiste versteckt sein. Ja, habe ich leider nicht einstecken. Geil. Dann bin ich mal gespannt, wenn wir die erste Rübe aus der Erde ziehen. Da neue Rezepte für uns aufploppen. Also, wir brauchen einmal Werkzeugkiste. Nein, wo ist unser Flug? Ach. Kann's mir aber auch einfach... Wann kommen diese Momente, wo ich mir denke, nö, kein Bock, das in die richtige Kiste zu räumen? Wo ist es? Soll ich das denn hingeräumt haben? Egal, wir packen jetzt erstmal schnell das Eisen in den Schmelzofen. Hier vielleicht mit rein? Jawohl. Neues Bauobjekt, Rübe. Da haben wir sie. 1, 2, 3. Mehr haben wir eh nicht. Jetzt alle zu nah dran gesetzt und sterben ab. Das wär's gewesen. Cool. Wir können ja noch... Nee, aus dem Rübensamen wird ja Rübe und dann können wir wahrscheinlich auch wieder Rübensamen herstellen, ne? Wir müssen aus den dreien auf jeden Fall sehr, sehr viele machen, weil ich habe keinen Bock, nochmal extra danach suchen zu gehen. Hier haben wir 10 Kohle drin. Dann gibt's 7 Eisen. Und für dich gibt's 5 Eisen, weil hier war, glaube ich, nur noch eine Kohle drin. So sieht's aus. Wir brauchen Kohle. Ich freue mich, dann schaffen wir das auf jeden Fall, nächste Folge zu starten. Ich werde den Seeschlangen sowas von geben, das werdet ihr sehen. Ohne Mist, die soll sich freuen. Tag 372 ist der letzte Tag, den die in ihrem Leben noch erleben dürfen. So, hier nochmal vollgebuddert. Hier drüben nochmal vollgebuddert. Passt, dann können wir eigentlich auch die Truhe hier mal aufräumen, weil eigentlich wollte ich hier sowas nicht drin haben. Und dann können wir uns die Eisennägel schon mal herstellen. Das Boot bauen wir dann natürlich erst hier oben. Alles andere wäre Schwachsinn. Das heißt, wir teleportieren uns wieder. Ich habe es mir wieder nicht markiert, aber es war, glaube ich, irgendwo hier. Ja, und dann laufen wir wieder ein Stück. Also entweder laufen wir nochmal hier oben lang. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Wir bauen das Portal hier ab, laufen dann hier oben lang. Ja, bauen wir das Portal gleich hier. Oder wir laufen hier lang und machen gleich hier rüber. Aber hier ist ja schon der Sumpf. Vielleicht laufen wir hier auch einfach erstmal durch, dass wir hier hinkommen. Bauen uns dann hier Portal und Boot, dass wir ein kleines Stück rausfahren, um die Seeschlange zu locken.
Ich will jetzt nicht unbedingt... Ne, ich glaube, das ist besser, als dass wir wieder von hier oben machen. Vielleicht bewegen die sich ja auch. Und die ist mittlerweile hier und dann haben wir ein Problem. Nee, das möchte ich nicht. Wir gehen da schon auf Nummer sicher. So, wo haben wir die Disteln? Hier. Da müssen wir unbedingt auch mal noch mehr sammeln gehen. Die ganzen Tränke und so fressen halt echt eine ganze Menge an Loot. So, bei Sonstiges... Nee, doch, bei Sonstiges war der Schlamm mit drin. Das haut hin. Wir haben hier Schleimling-Trophäe. Können wir auch mal richtig reinräumen. Dann lasst mal gucken. Wir haben noch ein paar Knochen. Wir haben noch etwas Leder. Noch mehr Knochen. Und den Zahn. 12 Stück schon zusammen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Pilze kommen drüben hin. Die Innereien auch. Dann war es das soweit. Wir können bei Werkzeug den Schlüssel wieder wegpacken. Und dann gibt es hier mal eine Runde gelbe Pilze. Und hier noch ein paar Innereien. So schnell kann es gehen. Also Innereien haben wir mittlerweile wirklich sehr, sehr viel. Ihr seid alle gesund. Das sieht gut aus. Ach, und wie die Sonne schon wieder strahlt. Kann nur ein guter Tag werden. 9 Stück haben wir. Wir haben ja schon einmal hier gebaut. Das heißt, wir können jetzt schon die ganzen Dinger herstellen. Bam, 10 und hier haben wir die anderen 10. Ich nehme sie jetzt gleich mal mit. Irgendwie hatte das dann mal geklappt. Wenn ich den abreiße, wird das doch kein Weltuntergang sein, oder? Bam. So. Eisennägel. Wie viel waren es? 100 Stück waren es, ne? Und 2 brauchten wir dann noch fürs Drachenbett. Wo uns aber noch die Wolfspelze fehlen. Es geht voran. Wenn wir dann die Seeschlange haben, dann gehen wir natürlich auch mal wieder ins Gebirge, aber ich wollte euch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und wie gesagt, vielleicht können wir uns ja sogar schon dann aus den Schuppen direkt was bauen. Ich weiß nicht, ob das aktuell schon geht oder ob wir da vielleicht noch andere Ressourcen zu brauchen, auf die wir aktuell noch keinen Zugriff haben. Aber eventuell kriegen wir dann schon ein besseres Boot hin. So, ein besseres Schild natürlich. Eisennägel haben wir. Hirschfell, Edelholz, uralte Rinde. 40 Edelholz, 40 Rinde. So, 40 Rinde. 40 Edelholz. Na, zum Glück war ich genügend davon sammeln. Und jetzt war es noch Fell. Wie viel war es? Ich habe es mir nicht gemerkt. 10 Hirschfell. Haben wir auch noch. Perfekt. Das heißt, das ist finito. Normales Holz weg. Bauhammer haben wir einstecken und das Metall kann noch weg. Dann schaffen wir es doch sogar in der Folge noch ein kleines Stückchen schon mal in die Richtung der Schlange. Hier bin ich wirklich gespannt, was da draus wird. Hoffentlich kommt da irgendwas Cooles. Schlange war das. Schlange war hier vorne, ne? Entweder das, genau. Ich will hier auch mal noch Schilder hinhängen, dass ich nicht jedes Mal erst gucken muss, welches Portal ist welches. Wir werden halt in Zukunft auch wahrscheinlich noch sehr, sehr viele bauen. Dementsprechend wäre das halt schon cool. So, wir bauen jetzt erstmal das Portal ab. Eigentlich könnten wir auch das Floß mitnehmen. Oh Gott, sind wir jetzt schon zu voll? Wegen den Eisennägeln? Ah, verdammt. Das ist natürlich ganz schlecht. Also ich meine, so richtig, richtig schlecht. Wir brauchen ja auch noch 10 Holz dafür. Ich weiß nicht, wenn wir das alles hier wegschmeißen, wie viel wiegt denn diese ganze Rüstung? Am Ende sterben wir noch. Wir müssen durch den Sumpf. Verdammt, das habe ich nicht bedacht. Wie viel Kilo sind, wenn wir jetzt noch 10 Holz nehmen? Wir bauen es einfach mal kurz ab, nur mal zu gucken. 353 Kilo. Wir haben 50 Kilo zu viel. Das wird auch nichts, wenn ich hier irgendwas wegwerfe. Ganz ehrlich, es wiegt ja alles nichts. Also bräuchten wir eigentlich nochmal eine Portalreihe. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Ja, aber anders geht's nicht. Anders wüsste ich nicht, wie wir es machen sollen. Oder wir bauen doch gleich hier das Boot. Und gehen hier rüber. Ja, das ist eigentlich der beste Weg gerade.
Das heißt, wir müssen jetzt nochmal fix die Werkbank bauen. Ja, weil im Boot können wir ja auch noch was platzieren. Anders wüsste ich nicht, wie man es jetzt schneller löst. Ach du Scheiße. Er macht seinen Namen aller Ehre. Kriege ich denn das hier hin, ohne dass das hier auf dem Stein hängen bleibt? Kann das gar nicht so weit raussetzen. Achso, für quer vielleicht. Bam. Geil. Schaut euch das mal an. Cool, oder? Bam. Da geht's jetzt gleich auf Reisen. So, dann... Oh Gott, nimm das Boot weg. Sehe ich ja gar nichts mehr. Achso, wir können das Floß nicht abbauen. Wir müssten das kaputt hauen. Ah, was hat denn so ein Floß? Hat das irgendwas Wichtiges gekostet? Nee, ne? 20 Holz, 6 Leder. Ich glaube, darauf können wir verzichten. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder hier hin und freuen uns, dass hier ein Floß steht. So, dann müssen wir jetzt... Achso, nee, im Boot müssen wir ja jetzt gar nichts mehr. Ach, ich bin auch doof. Aber hier würde auch noch richtig viel reinpassen. Sehr schön. Ja, wir brauchen natürlich jetzt nichts mehr reinstecken ins Bötelein. Weil das Schwere sind wir ja jetzt mit dem Bau gerade losgeworden. Dann bedanke ich mich dafür, dass ihr diese Folge so schön geguckt habt. Und würde sagen, wir gucken in der nächsten Folge mal, dass wir endlich eine gute Seeschlange erwischen. Ich freue mich drauf. Bis morgen. Macht's gut.